Ja, hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Two Point Hospital. Bam, bam, bam. Ist eigentlich dieselbe Aufnahmesession wie noch in der letzten Folge, aber du kalt, weil du draußen rumrennst, ne? Egal, wir schicken dich weg. Aber jetzt bin ich wacher. Wir haben inzwischen später am Tag, 11 Uhr. Ich habe den ersten Kaffee drin. Die Dusche ist durch. Und wir brauchen, glaube ich, immer noch einen Arzt für einen Megascanner, oder? Hier ist DNA und Megascanner. Da können wir Diagnosearzt machen zu einem, der mit dem Megascanner arbeitet. If you've been trying to get through to the station today, you should know we're experiencing some technical difficulties. Well, if you want to know the truth, I unplugged the phone. Let's just imagine you requested. Da fällt mir auf, wir haben gar keinen vernünftigen Arzt dafür. Freigeschaltet Giftmüllbehälter als Mülleimer oder was? Den Upgrade installieren, heile 20 DNA-Patienten und eine Heilrate von 75% erreichen. Ja, easy going. Startet das Projekt. Ich denke mal, wir werden auch noch so lange auf der Karte festsitzen, dass wir alle Projekte durchhaben dann. Du kommst nicht in die Allgemeinmedizin, aber bei der DNA-Station. Und ihr kommt auch in die DNA-Station. Plus, dass ihr in den Therapien arbeiten dürft. Genauso wie du hier unten. Und dich werden wir mal weiterbilden für die Radiologie. Die Fachärztin können wir auch für die Radiologie fortbilden. Wir haben 3 DNA-Labors im Krankenhaus, also können wir auch die ganzen Patienten mal eben aufnehmen. Das Krankenhaus hat Schulden? Glaube ich nicht. Wir heilen doch gerade einen Haufen Patienten. Leute, dann. Achso, nee, da ist ein Snackautomat. Du brauchst eine Diagnose, kannst nach Hause gehen. Ist er nicht, hier steht beim Megascanner an. Nee. Doch. Seid doch alle Kacke. Wir bilden gerade die Leute aus, die mit dem Megascanner arbeiten werden in Zukunft. Hat nur Stroh im Kopf, aber ein hervorragender Beifahrer. Und ein hervorragender Diagnose. Persönlichkeit. Mal eine Toilette setzen. Ja.
brauchte mir nicht so viel Platz. Bankrott. Ja, bitte. Ruhe, Harrison Wolf. On Two-Point Radio. Never hurts to have a fallback career. I tried out as a paparazzo by hanging out at the Paradise Lust Hotel, where all the celebs stay. Managed to take a bunch of pictures of Dorman, but having a hard time selling them. Und du gehst als Erster ins DNA-Labor. Like this one. Training course completed. Den Kredit aufnehmen, den anderen erstatten. Weg damit. Obwohl, Moment. Na? Nee, ich brauche den Platz da ganz vorne. Hallo, ich will die Vase hier entfernen. Weil ich würde gerne da den Klappeneingang machen. Was ich nicht kann, weil das nicht weit genug ist. Oh. Leute, jetzt mach mich nicht hier kirre. Das ganze Ding doch nur einen weiter rübersetzen. Dann machen wir den doch kleiner. Da wird ein 3x3 an der Seite gehen. So, Spendendose. Nicht Kaffeemaschine, das nimmt alles zu viel Platz weg. Ein besonders belastbarer Behälter, denn kann Sonneabfall auf besonderes sorgsame und hygienische Art entsorgt werden. Reduziert Abfall. Noch einen coolen Ghetto-Blaster haben. Einen coolen Drucker. Tja, das war's. Mehr geht hier vorne nicht. Na, immerhin Prestigestufe 3. Wir haben einen Assistenten ein für vorne. They said he was too old. They said he looked ridiculous. But when the world needs a hero must put on his spandex. Ach, so eine Scheiße. This summer, Roderick Cushion returns as Perilous Spandex in Perilous Spandex 5, A Stretch Too Far. Äh...
Soldat Spandex, schieß mich tot. This is Two Point Radio. Kaffee, Kaffee. Verdammtes Copy und Paste Tool. Es hilft mir nicht so viel, wie ich gedacht habe. So. Achso, wegen der Heizung können wir da nichts setzen. Moment. Kommt die Heizung einfach woanders hin. Doctor to research, please. Ist keiner da? Ach so. Oh, und gerade nur Kack-Assistenten da. Personal. Hausmeister. Bom, 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 bom. Jetzt haben wir nämlich einen, der hat. Der ist besser in Maschinen reparieren. Nicht Maschinen reparieren, sondern in Maschinen upgraden. Nur Todesfälle müssen wir noch unter Kontrolle bringen. So, jetzt haben wir zwei Ärzte für den Megascanner. Ihr beide solltet Behandlung lernen. Nur extern. Du kannst Behandlung lernen. Du kannst Behandlung lernen. Das war's erstmal. Und schön, dass unsere Heilungsrate schon über den Wert ist, den wir benötigen. Fangen wir mal an, die restlichen Sachen abzugraden. Und ihr könnt mal Patientenschelle aufnehmen, bitte. Das hängt uns alles nach, dadurch. So, Easy Scanner 3. Weil wir müssen ja 10 Upgrades installieren. Das braucht ja seine Zeit.
So, die können wir alle verkaufen. Oh, den vorderen Bereich. Gibt's da nicht auch einfach irgendwie ein Entfernungstool? Wo man anklicken kann. Bulldozer? Nee, man muss alles aufheben und löschen. Auch so eine Sache, wo man sich einfach wieder fragt, wieso? Jetzt würde ich ganz gerne mal sehen, wie viel Raum haben wir denn hier? 7. Also nur um es mal bildlich darzustellen, ich könnte theoretisch... Das wären 4 Arztpraxen. Und eine 5. oben in die Ecke. Ja, so kann ich arbeiten. Dann machen wir den Empfang noch ein bisschen nach oben. Mein Gott, sind da viele Monobrauen drunter. Oder auch gerne mal einen Luxusgetränkeautomaten. Überall, wo die ein bisschen länger in der Schlange stehen können. Meine Güte, das sieht aus, als wenn ich irgendwie eine riesige, eklige Invasion hätte. Ob das den Leuten besser gefällt, wenn ich da so einen Giftmüllbehälter hinmache? Und dann sagen die, ey, guck mal, wir sind sicher hier. Giftmüll. Geil. Und wenn ich sehe, wie die sich da wieder am Spielautomaten gegenseitig in den Hacken stehen, möchte ich einfach nur ausrasten. Das kann ja nicht Sinn der Sache sein, dass das immer so überfüllt ist. So, da hinten ein bisschen kühl.
Der Megascanner muss gewartet werden. Ja, gleich. Wird doch gerade schon gewartet. Da liegt einer zum Sterben hin. Und sonst ist es einfach voll. Diese ganze Klinik ist einfach voll. So, wie sieht's aus? Stationsverwaltung 2. Einer verfügbar. Dann mach das doch eben. Dann gucken wir mal eben in den Krediten rein. Kann man nicht erstatten. Er hatte 500 Forschungspunkte. Das könnte sogar funktionieren, theoretisch. Aber meine beiden Forscher sind ja gar nicht so beschissen. Nur doof, wenn die jetzt gleich in Pause gehen. So, Ultraschallkanone 3 freigeschaltet. Na gut, ich erlaube noch einen zweiten Handwerker, Sachen abzugraden. Wir haben keinen Weiterbildungsraum gerade frei. Ne, dann lass erstmal gut sein. Er scheint sich gerade auch ein wenig zu stabilisieren. Mit dem Personal an sich insgesamt. Wir haben zwei Ärzte, die den Megascanner bedienen können. Ja, der Geist wird eingesaugt gleich, keine Panik. Stationsverwaltung 2 gelernt. Da müssen wir einen Ausbilder von außen holen. Nachwuchspfleger. Nicht jetzt und weiter. So, der ist doch direkt dran. Wir haben keine Warteschlangen mehr bei den Allgemeinmedizinern. Aufnahmestation kommt jetzt auch besser klar. Jetzt werden mir aber immer nur so Kack-Assistenten angeboten, ne? Und jetzt bitte sagt keiner, dass ich Marketing machen sollte, weil das wird mir jetzt auch nicht helfen. So, eine Krankenhaus hat einen Wert von 1,4 Millionen. Oh, mein Rücken, ey. Dabei habe ich heute schon die Tigersalbe drauf gemacht. Aber ich kam ja nicht hier zum Sport die Woche. Weil ich ja meinen Pflegemops da hatte und der Pflegemops war nicht der einfachste. Nach der Schocktherapie gestorben. Schocktherapie, 7 Stück.
Jumbo-DNA entdeckt. Diese Krankheit lässt sich direkt zu den DNA-Laboren der Jumbo-Megacorp zurückverfolgen. Bei dem Versuch, einen Klon von sich zu erschaffen, der doppelt so groß wie er selbst ist, halt Jumbo, McNally, viele hundert Leute in die Welt gesetzt, deren Körper mit viel zu großen DNA-Molekülen vollgestopft ist. Group of patients now arriving. So, du wirst direkt behandelt. Ach, das ist der Raum voll. Brauch mehr Stühle. Auch wenn ich meine Allgemeinmedizin jetzt total lahmlege dadurch. Es wird sich auszahlen. Kostet der Kurs mich 105.000. Da weißt du, wo die Kohle bleibt. Ich glaube, es gibt nur noch einen Allgemeinmediziner, der gerade arbeitet. Als Diagnostikleute. Comes palpitation. The energy drink made with the discarded pulps of oranges and just a drop of rocket fuel. Palpitation, because sleep is for the weak. More 2 Point, more often. This is 2 Point Radio. Ja, die Behandlungskompetenz ist doch gut. Ja, da kann sie alles angucken, alles super. Und die Zeit ist schon wieder rum. Maintenance announcement. Toilets need routine servicing. Neue Klo habe ich auch nicht gebaut. Nehmen wir einen Kredit auf, um ein Klo zu bauen. So muss das aussehen. Da passt sogar ganz gut. Von den Abständen. Fünf Patienten mit Flumpen heilen. Machen wir. Meine Heirate wird beschissener. Wir arbeiten dran. Jetzt aber den Break. Dann sehen wir uns nächstes Mal wieder, wenn es wieder ist. Let's Play 2 Point Hospital. Geben sich Krankenhauskarte. 3 Stars incoming. Aber man kann nicht sagen, man kriegt nichts geboten fürs Geld. So, Allgemeinmedizin 3 abgeschlossen. Dann hätte ich gerne als nächstes 90 Tage ohne Todesfall, kannst vergessen. Mechanik 2.